Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Auf geht's. Ja, wir müssen einen, wie nennt sich das nochmal gleich, einen Marktbrunnen bauen. Und jetzt nehme ich ja hier, ich nehme ich ja da, warte mal. Das wäre vielleicht, ich muss kurz gucken, von wegen, dass ich möglichst viele Wege habe, die ich abdecke, um entsprechende Märkte bauen zu können. Hier sieht nicht ganz so toll aus. Da ist zu viel Fläche, die hier verloren geht. Und ich glaube, das hier ist noch mit so das Beste, was ich im Augenblick da rausholen kann. Dann setze ich den einfach mal hier so hin. Die Esstische sind nicht mit einer Straße verbunden. Ach je, auch das noch. Nun gut, das kriegen wir mal hin. Esstisch und so, Straße, da denke ich, haben wir hier Möglichkeiten. So, vielleicht, ja, da geht sogar so. Wunderbar. So, jetzt haben wir die Esstische schön verbunden. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und wir brauchen, nachdem ich jetzt hier endlich den Marktbrunnen habe, brauchen wir natürlich auch noch Marktstände. Das wäre hilfreich. Ja. Ach so, und ja, wir brauchen alles. Wir brauchen noch eine Bäckerei, wir brauchen eine Windmühle, Banditen. Einheiten werden von Banditen angegriffen. So, wir brauchen, wie viel brauche ich denn davon? Ich glaube immer 6 waren das oder so kann das sein. 2, 3, 4, 5 und Nummer Quadratis. 6. So. Erstmal zu weit klar. So, wie sieht's hier aus? Ah, sehr gut. Warte mal. Einen Augenblick, dann würde ich hier nämlich die Gebietserweiterung erstmal pausieren, bevor die sich dazu sehr ausweiten, beziehungsweise, nee, Moment mal, ich weiß das wieder an, hier können sie noch, das, da, ja, ist in Ordnung, also die dürfen nur nicht hier in diesem Bereich hier zu sehr sich ausweiten. Was, die Banditen sind hier schon vorgedrungen, das geht aber gar nicht. Der macht mir meine Wachen und so und überhaupt. Das ist ja, soll er seine. Was hat er jetzt davon? So. Ja, Banditen machen hier Ärger. So, was möchte ich denn an welchem Markt anbieten? Das wäre auch noch so ein Punkt. Marktstand. Wir haben, glaube ich, Wild. Ich biete da mal Hasenfleisch an. Wir haben. Warte. Da wäre der nächste. Wir haben Wildschwein. Wir müssten auch Reh haben und so. Ne? Jo, wir haben von allem haben wir diesbezüglich etwas. Das ist cool. So. Und dann wäre das schon mal soweit abgedeckt. Dann haben wir auf jeden Fall Gemüse. Damit kann ich dienen. Waldprodukte geht auch. Gemüse. Einen Augenblick. Da hätte ich anzubieten Kürbis. Und nochmal Gemüse. Moment. Kohl müsste auch vorhanden sein. Wo finde ich? Ja, ist beides da. Ist nicht üppig, aber es ist da. Gemüse, so, und wir hätten anzubieten, haben wir Waldprodukte? Wo finde ich hier die Waldprodukte? Wäre schön, wenn man dieses Symbol dann auch hier irgendwo wiederfinden würde, das würde einiges erleichtern. Ach, hier sind Wald unter anderem. Himbeeren habe ich keine. Steinpilze. Ach, ich habe gar keine Sammler. Ist schlecht. Ist nicht gut. Da müsste ich mal und so mal ran. Warte mal, dann gehe ich nochmal auf Gemüse. Und gehe auf Mais, weil Mais haben wir auch.
Und für alles andere kann ich ja noch weitere zusätzliche Marktstände bauen, sobald die entsprechenden Dinge vorhanden sind. So. Okay. Ich überlege gerade. Feuerholz, Stärkungsmahlzeit. Die brauchen dieses. Hier Brunnen. Soweit. Okay. Alles klar. Das ist fertig. Wie sieht es hiermit aus? Ja gut, Feuerholz. Okay, gut und schön. Nadelholz und dann noch 7 Stämme. Da warte ich erstmal noch, bevor ich das jetzt hier einreiße. Wie sieht es hier mit den Wohnhäusern aus? Die sind fertig. Kleberei arbeitet. Habe ich nicht eine Schneiderei, die nichts tut, ist schlecht. Habe ich Leder? Ja, dann würde ich erstmal hingehen wollen. Mach mal so 10 Rucksäcke und vor allen Dingen auch nochmal so 10 oder direkt 20 von den leichten Rüstungen. Ist auch nicht verkehrt. Okay, was ist deren Problem? Noch kein Vorlauf. Stärkungsmahlzeiten 4. Na gut. Achso, ja, die Marktstände sind noch nicht da. Das ist deren Problem. So, okay. Das Forst. Oh, den hatte ich pausiert. Das wollte ich wieder rausnehmen. Ein Augenblick. Kann ich auch hier mal den Pinorik mehr so in diese Richtung setzen. Ist vielleicht nicht verkehrt. So, wie sieht es hier mit dem Lagerbestand aus? Sehr, sehr dürftig. Im Augenblick noch. Wir benötigen okay. Jetzt habe ich hier auch noch irgendwelche Banditen. Oh mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, Expansion erstmal, Gebietserweiterung ist erstmal gestoppt. Bis auf weiteres. Und den Pinorik setze ich mal hier so hin. Also an Gegnern mangelt es hier nicht. So viel ist schon mal klar. Sammelhütte. Wir haben hier erfreulicherweise so ein absolutes Pappmaul heute. Durch die Hitze, mir klebt alles, mir kleben sogar die Lippen zusammen. Wir haben sehr aktive Jäger, das ist sehr schön, aber ich habe hier nichts, was ich irgendwie sammeln kann. So auf den ersten Blick. Ich sehe ja nicht mal irgendwelche Pilze, geschweige denn irgendwie Bären gleich welcher Art. Das wurde gestohlen, Banditen, bla bla bla. Ja. Das übliche Gemecker. Also mit Sammeln ist eher erstmal Essig. Auch hier ist nix. Tolle Wurscht. So, hier nochmal kurz geguckt. War da nicht mal schon 6 oder wie vertue ich mich jetzt da gerade? Wieso? Das ist bis auf 7. Oder wahrscheinlich habe ich das zwar auch vertan. Keine Ahnung. Das lassen wir erstmal. Boah, jetzt auch durch die Wärme und durch die Hitze irgendwie so. Ich habe einen Quadratschädel. Ne? Also mich zu konzentrieren ist nicht so ganz so einfach. Entschuldigung. Waldläufer. Mach mal so 10 Waldläufer, wenn sich das anbietet. Habe ich denn schon irgendwelche Fackeln? Natürlich nicht. Fackeln bekomme ich die. Moment. Holzwerkschritt. Die bekomme ich auch hier. Mach mal so 10 Fackeln. Ja, wir brauchen. So, ich bin immer noch überlegen gewesen hier von wegen Münzprägerei und dergleichen. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine Münzprägerei. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Die Frage, wo war die? Hier. Münzprägerei und wir brauchen dann halt auch so eine Schatzkammer. Müssen die Dinger immer so groß
Ist ja schlimm. Wobei, ich gehe erstmal weiter, 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 weiter. Was wir dringender brauchen ist eine Windmühle, die würde sich ja eher anbieten. So, eine Windmühle, dann brauchen wir eine Bäckerei. Bäckerei. Hier irgendwo unter. Die würde ich hier hinkriegen. Kriege ich dann auch einen Weg für die Bäckerei hin. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir noch einen Brunnen. Brunnen, 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 da ist der Brunnen. Also von der Fläche her müsste es eigentlich gehen. Ist das da so trocken, dass da kein Brunnen gebaut werden kann? Oder was ist der Hintergrund? Hä? Kann ich ja nirgends so einen Brunnen hin? Das ist nicht schön. Ich setze den mal hier so hin, da geht's. Auch wenn der Weg weit ist, aber wir haben dann wenigstens einen Brunnen. Da geht dann nur um das Wasser, dass dann, wenn da genügend Wasser vorhanden ist. Das heißt, dass wir hier keinen Brunnen hinkriegen. So, hilft aber immer noch nicht, weil wir kommen nicht drum herum. Wir brauchen eine Münzprägerei. Die kriege ich natürlich jetzt hier nicht mehr hin. Hätte ich die Möglichkeit, aber so ein bisschen Holz zu schlagen. Das geht immerhin. So. Banditen, Banditen. Solange da Banditen sind, ist mir das relativ schnurz. Wenn da Werwölfe auftauchen, das wird dann nicht mehr so schnurz sein. So, okay. Etwas wird gestohlen. Ja, ich weiß. Es ist suboptimal, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich brauche noch einen parallelen Weg, sehe ich gerade. Wir kommen sonst hier irgendwie in Teufels Küche. Hallo? Warum kann ich... Nee, das geht nicht. Oh mein Gott. Dies ist nicht so schön. Hier habe ich mir natürlich jetzt auch alles verbaut. Dann bleibt nur diese Möglichkeit. Mal hier so lang. Bis da so. So. Geht das? Ja, das geht. So, okay. Ja, mir wäre hier natürlich jetzt so, das wäre mir jetzt lieber, aber Computer sagt nein. Boah, die Banditen hier, ne? Die machen mir hier jetzt das Leben schwer. Das ist ja... ein bisschen sehr nervig. Eine Waffenschmiede. Nein, nicht Bergbau. Moment, Moment, Moment. Schmelzhütte. Hochofen? Ah! Schmelzer produziert Stahl aus Eisen und Nickel. Ja, ich habe mir schon mal gedacht, Stahl wird in den Schmieden weiterverarbeitet. Aha, okay. Münzprägerei ist klar, da sind wir gerade dabei, eine solche zu planen. Was dachte ich, was wollte ich nochmal machen? Ich brauche eine Werkzeugschmiede auch, ja, eine Waffenschmiede. Wäre sehr gut, wenn wir eine solche hätten. Platz, 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 Platz. Ich glaube, setz die mal da so hin. Kurz entschlossen. Waffenschmiede. Ist das ein Streitkolben? Okay. Hellebarde. Stahldolch. Kennen wir ja. Da haben wir schon von gehört. Silberdegen. Eisenlanze. Eisenschwert. Eisendolche. Und Bronzeschwerter. Ja, genau. Bronze ist das Stichwort. Da haben wir einiges. Ich würde mal sagen, mach mal so weg, so, weiß ich nicht.
40 Punkte Schwerter, sobald das Ding hier fertig ist. Wir brauchen auf jeden Fall, da führt man mal auch keinen Weg dran vorbei. Nee. Eine Rüstungsschmiede, kriege ich die auch noch hier unter? Hervorragend, dann würde ich nämlich hier hinsetzen wollen. So, Rüstungsschmiede. Eisenschild, Kettenrüstung, Stahlschild. Oder die Buller, sag ich da nur. Oder die Buller. So, okay. Wie sieht's hier mit der Schneiderei aus? Die ist eifrig dabei zu produzieren. Und zwar leichte Rüstungen. Da machst du nochmal so, ja, gehen wir wirklich auf 30. Was wir haben, haben wir. Das mit den Wegen hier ist ein bisschen suboptimal, gebe ich ja zu. Die Banditen, die machen hier echt Terror. Ne? Das ist natürlich nicht so toll. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich durch meine Leute, ne, die hier das Gebiet entsprechend erweitert haben, Banditen aufgescheucht, die irgendwo hier so sind. Nun gut. Müssen wir mit leben. So, wie sieht es hier mit der Militärakademie aus? Was habe ich da an Materialmöglichkeiten? Achso, ja, ich brauche Holzschilder. Das war das Thema. Moment. Die Holzwerkstatt ist noch nicht so wirklich mit den Holzschildern vorangekommen. Nicht genügend Holz oder woran? Nee, Material ist da. Das ist jetzt alleine nicht das Thema. Die brauchen einfach lange. So, hier ist ein bisschen so, dass das Holz ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Aber wo Holz? Aha. Okay, es wird weniger. Sehr gut. So, Windmühle ist im Bau. Bäckerei ist im Bau. Ich könnte einen weiteren. Mal schnell. Irgendwie klicke ich hier falsch. So. Einen weiteren Marktstand schon mal in Auftrag geben. Beispielsweise hier. Moment, bin dann so rum. Und wenn das denn dann soweit ist, Getreide, Brot, kann der Brot anbieten. So. Moment, der ist da hauptsächlich so mit Beschäftigung beschäftigt, mit Holzfällen beschäftigt. Dann würde ich diesen ganz gerne hier so mehr so den Fokus setzen, seinen Fokus setzen und der kann bleiben. Erstmal, okay. Ah ja, wir haben immerhin schon mal ein paar Holzschilder, das ist gut. Holzsperre sind unterwegs. Ja, okay. Banditen und Diebe machen mir immer noch das Leben hier schwer. Das wird auch noch eine ganze Weile so weitergehen. So. Entschuldigung, ich bin so ein bisschen, verliere so ein bisschen die Übersicht. Kunstschmiede brauchen wir noch keine. Ach ja, genau, das war das Stichwort. Münzprägerei. Wo setze ich denn die Münzprägerei hin? Wo kriege ich die überhaupt hin? So, wegetechnisch und überhaupt. Und hast du nicht gesehen? Das würde beispielsweise hier gehen. Kriege ich die auch wegetechnisch da noch irgendwo angebunden? Auch das geht. Sehr gut. Du machst ausschließlich Kupfermünzen.
und wenn ich eine Münzprägerei habe, dann brauche ich natürlich auch eine Schatzkammer. Da führt kein Weg dran vorbei, das ist nun mal so. Die kriege ich locker flockig hier unter, dann setze ich die auch hier hin, fertig ab. Dann haben wir das. Achso. Da kann ich jetzt schon mal sagen, Münzen. Oh. Auch hier. Kupfermünzen. Kupfermünzen und so weiter und so fort. Das soll alles Kupfer werden hier. Und dann schauen wir mal, wie sich das. Ob und wie sich das Ganze hier auf die Kampfkraft wieder auswirken wird. Ich hoffe, es bringt was. Ich meinte in der letzten Folge, also da habe ich das ja damit hier angefangen, das entsprechend zielgerichtete hier mit den Kupfermünzen zu machen. Ich meine, das hätte was gebracht. Das hätte uns gegen, insbesondere gegen die Werwölfe da doch ein bisschen geholfen. So. Gut. Dann gehe ich nochmal durch. Was haben wir hier? Handelslager? Ja, im Augenblick noch nicht, aber sollte ich auch nicht zu lange mit warten. Abenteuergilde haben wir, Militärakademie haben wir, Kunstschmiede brauchen wir noch nicht. Rüstungsschmiede ist im Bau. Waffenschmiede ist fertig. Holzwerkstatt haben wir. Wir brauchen eine Werkzeugschmiede auf jeden Fall. Ja, diese und weiteres wird Aufgabe sein für die nächste Folge, beziehungsweise für eine der kommenden nächsten Folgen. Ich bedanke mich wie immer für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Ich danke für deine Unterstützung, für dein Dabeisein und wünsche euch immer alles Gute. Genießt die Zeit.